Ich habe alles in meiner Wohnung weggeschmissen, weil Carina und ich Streit hatten. Warum schmeißt du dann alles weg? Ich weiß nicht, das ist so ein Verarbeitungsprozess für mich. Das fühlt mich nicht. Das lässt mich irgendwie besser fühlen, weißt du? Ja. Weißt du eigentlich, dass ich manchmal echt die Angst habe, dass RTL dich findet? Nina hatte die Idee, sich die Haare zu färben, ohne Grund. Weiß irgendjemand, wie das funktioniert? Nein. Aber ich weiß schon, welche Farbe dir gut stehen würde. Nein. Warum? Wie ist das jetzt wieder entstanden? Du hast es schon alleine entstehen lassen. Ja, aber ich will das nicht. Tragen Sie es direkt auf das feuchte Haar auf, beginnt am Hinterkopf und arbeiten Sie schrittweise nach vorne. Ich finde Haare färben verbindet. Ja, toll, die Leon. Wow. Wir brauchen jede Farbe. Ja, Du sieht sie aus als die Lebra. Du weißt ja gar nicht, wie Lebra aussieht. Nein, das sieht wirklich aus wie von Lazy Town. Das Ding ist, sie macht das nur wegen Instagram-Follower. Also bitte folgt Nina auf Instagram. 3, 2, 1. Ich hätte es nicht machen sollen. Sag mal, Dang Dang Diggy Diggy Dog. By the way, jetzt wo Nina aussieht wie so ein richtiger Celebrity, hatten wir dann noch so eine Kleinigkeit für sie geplant. Oh mein Gott, das ist die Haare von Lazy Town. Was sagen Sie zu den Gerüchten? Haben Sie sich die rosa Haare färben lassen, damit Sie Ihr Vater endlich wahrnimmt? Was müssen Sie mit den rosa Haaren kompensieren? Oh, ich glaube, Sie haben schon einen Fan. Ist Spartacus auch sportlich im Bett oder ist das eine Show? Das stimmt. Malenchi hat sich nackt scannen lassen. Aber warte. Oh mein Gott. Der Oberarsch. What the fuck? Und daraus wird dann eine Kerze gemacht. Schön, so sieht das dann aus. Nur ist das kein Mann, sondern das Wachs ist runtergetroffen. Kann man die kaufen dann? Nein. Nee, dann kaufen. Stell dir vor, ich komme in Leons Zimmer rein und hat einen stehen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich euch beide eingeladen habe. Und zwar seid ihr die im Vlog, die am leichtesten lachen. Ja, deswegen habe ich mir was Besonderes überlegt. Ich habe hier zwei Mundharmonikas. Die will ich euch kurz rumschnallen. Was? Du Servus, was geht? Ihr Pustekinder kurz blasen. Das ist übrigens ihr erstes Konzert. Ich wollte es gerade sagen, die üben, oder? Die üben. Ja, das wird gut. Aber du schaust sehr hetero aus, muss ich auch sagen. Ja. Nur ihr wisst, das ist sehr hetero. Ja, er versteckt sich nicht vor den Homophoben. Nein, überhaupt nicht. Vor dem hätte ich keine Angst. Nein. Wie läuft's im Stall? Wie geht's den Tieren? Susi ist letztens gestorben. Das war ein tragischer Suizid, die hat sie mit dem Rücken. Weißt du, was jetzt mein Handy-Hintergrund? Mein Handy-Hintergrund ist wegen deinen Michelle? Scheiß Stories. Alter. Nein! Warum zeigt das so viele? Pornhub. Das ist mein Hintergrund. Ich bin dein Hintergrund? Damit es mich triggert. Wenn ich aufstehe, das erste, ist so random. Das erste, was ich sehe, ist, was machst du gerade? Ins Fitnessstudio gehen, Hurensohn, und dann laufe ich los. Wieso stellst du mich eigentlich immer so als dumm da? Jetzt mal no joke. Einfach so, weil ich finde es lustig, die Realität zu verzerren. Das Ding ist, ich war sehr nett bei dir mit diesem Sarah Bosch-Ding, weil das war kein richtiger Prank. Ich kann mir nicht. Echt? War es kein richtiger Prank? Nein. Das Beste ist, Leon hat erzählt, wie Max sich gefreut hat, mir eins reinzumögen. Wir pranken Mike, also wir machen eine Ein- und Überraschungsparty. Und am Ende haben wir mit Sarah Bosch dann Crush überrascht. Ich dachte mir, aus dem haben wir es gezeigt. Ginger ist jetzt Vloggerin und sie hat das ekelhafteste Intro der Welt. Are you really ready? Ja. Yeah. Aber es passt es bist halt. So du. Es passt halt nicht. Ja, es passt, weil deine Haare so schön sind. Lisa will eine kleine Weisheit mit euch teilen, aber vorher danke fürs Kommentieren und 2/3 der Vlog-Zuschauer haben noch nicht abonniert und die werden so einiges verpassen. Was ist deine Weisheit? Niemals ohne Kondom. Bing, bang, digi, digi, dong. Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze. Sie stolpert so rein, die U-Bahn kommt. Quatsch mit Soße. Hörst du, Oberwichtige? Kannst du ihn mal ausreden lassen? Okay, so, nicht lachen.